Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. So Leute, nochmal herzlich willkommen zur nächsten Folge von der FIFA 18 Torwartkarriere. Guck mal hier unten, plus 333%. Wir steigen enorm an. Wir machen natürlich wieder hier unsere altbekannten Übungen zum Reinkommen und natürlich auch zum Kurzpalabern. Denn wenn euch dieses Format gefällt, das sage ich jetzt extra am Anfang der Folge, damit keiner sich rausreden kann. Wenn euch dieses Format gefällt, wenn ihr gerne die Torwartkarriere bei mir guckt, wenn ihr allgemein gerne die Torwartkarriere guckt, dann stimmt rechts oben beim i ab, Torwartkarriere bleibt. Denn wenn ihr nicht abstimmt, wenn nicht viele abstimmen, oder was auch immer, dann bin ich wirklich am Überlegen, ob ich hier vielleicht ein anderes Projekt für Dienstag einbringe und diese Torwartkarriere auf Donnerstag verschieb, wo dann auch The Journey kommt, also dass es so abwechselnd kommt. Einmal nächsten Donnerstag The Journey, übernächsten Torwartkarriere, nächsten Donnerstag The Journey, übernächsten Donnerstag Torwartkarriere, dass ich so ein bisschen abwechselnd mache und eben für Dienstag ein anderes Spiel bringe. Außer ihr sagt wirklich, ich will die Torwartkarriere haben, ja, wir gucken die und was auch immer. Bitte nicht abschaffen. Bring doch wenigstens eine Saison zu Ende und dann können wir darüber nochmal reden. Dann stimmt auf jeden Fall mal rechts oben beim I ab. Wir müssten vielleicht hier mal einen Ball halten. Die andere Übung, die eigentlich immer sau schwer uns gefallen ist, haben wir gerade super gemeistert. Und hier kriegen wir keinen Ball. Zumindest bis gerade eben. Ja, den haben wir schön. Schön. Very nice is this. Jawohl. Ein Excellent. Ein A. Okay, den Rest zeige ich euch nicht mehr. A, A, C, B geht. Also C ist jetzt nicht so geil, aber ja, geht schon. Kann man mal machen. Training beenden. Dann müssen wir weiter gegen SVW. Das kann ziemlich knapp werden, denn auf der Tabelle sieht so aus, dass Wien Ritter ist und wir sind Fünfter. Man, wir haben 13 Spiele gespielt, die anderen haben schon 15 gespielt. Wir müssen noch gegen Wien ran und gegen Fortuna Köln. Aber gut, das kriegen wir hin. Wenn wir gegen Wien gewinnen, dann wird das schon mal richtig klasse. Und wir starten einfach rein. So, Würzburg Kickers gegen Wien. Let's go. Und 1:0. 1:0. Für die Würzburger Kickers. Für uns. 20. 21. Minute. Jetzt Königs hier ein. Sauber. Ja, das war nicht übel. Weiß nicht, waren wir da dran oder der Abwehrspieler? Ich glaube, wir waren auch dran. Sah zumindest so aus. Und er macht den. 1:1. Schlecht von mir gemacht. Ganz, ganz schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine, er stand sehr nah am Tor. Das Problem bei mir war gerade nur, ich wusste eigentlich, er geht gerade nach unten und zieht dann nach oben. Aber ich habe trotzdem irgendwie viel zu spät gelenkt. Viel zu spät versucht zu parieren und es war auch keine gute Parade. Also ich glaube nicht, dass er ihn gehalten hätte, hätte ich es früher gedrückt. Aber ich hätte es trotzdem früher drücken müssen können. Das war nicht so gut von uns. Den haben wir. Sie haben da zwar ein bisschen umgespielt vor unserem Tor, aber kein Problem. Pfiff zur Halbzeit. 1:1. Geht so. Naja, das war jetzt kein krasser Versuch. Zwar mal ein Schuss aufs Tor, aber. Also nicht mal aufs Tor, es war ja neben das Tor eigentlich.
Aber naja. Ja, nicht übel. Aber die Parade war auch nicht übel. Schön von unserem Keeper hier gestreckt. Den Ball da vom Boden gekratzt. Sich da richtig schön gelegt. Passt. War eine super Parade, finde ich. So, aus ist es 1:1. Leider zeigt unsere Mannschaft zum Ende hin nicht mehr so viel. Und wir können nur einen Unentschieden rausholen. Wir haben einen gefangen, zwei pariert. Und eine 7,0 Bewertung. Also es ist nicht übel, aber ein Tor hätte uns noch, ja, noch was Gutes bringen können. Ja, ein Tor wäre nicht schlecht gewesen, das stimmt, aber mein Gott. Guck mal, wie viel, Alter, 433%. Da fuck. Nur dann, wenn du meinst. Wir sind immer noch auf Platz 5. Wir spielen jetzt noch gegen Fortuna Köln, eben wie gesagt. Und da können wir jetzt nochmal 3 Punkte holen. Und mit 3 Punkten könnten wir... Ja, wir wären dann mit 3 Punkten auf Platz 2. Also wenn wir jetzt gewinnen, sind wir auf Platz 2. Wir machen aber dann nochmal ein Training. Ne? Das ist ja immer ganz essentiell wichtig. Denn wie vorhin gesehen, also schlecht gehalten haben wir tatsächlich nicht. Allerdings diese eine Möglichkeit, wo der Angreifer eben ziemlich nah an unser Tor rangekommen ist. Sowas kann man zum Beispiel bei dieser Übung hier trainieren, die wir gerade machen. Das verkacke ich ja auch gerade, aber hier kann man das ein bisschen trainieren, weil die kommen ja ziemlich nah auf einen zu. Und dann wirklich cool zu bleiben, da zu stehen und ja, dann eben genau in die richtige Ecke, genau zum richtigen Zeitpunkt zu springen, das ist dann die Kunst dabei. Aber das ist immer nicht einfach, zum Beispiel dieses Ding gerade. Also wir halten natürlich schon ein paar, aber ein paar gehen auch rein. So, wir haben aber wieder ein A, das ist schon mal ziemlich gut. Das passt schon mal. Jetzt müssen wir natürlich auch ein paar Flanken hier abwehren. Wie gesagt, dadurch verbessern wir halt einfach unseren Torwart. Dadurch wird er allgemein besser. Und wir sind momentan ja gar nicht mal so übel. Ne? Also ein paar Chancen kriegen wir pro Spiel immer. Also jetzt hatten wir, wie gesagt, zum Beispiel einen gefangen und zwei pariert. Also ein paar Dinge müssen wir schon rausholen, wenn wir denn einigermaßen gewinnen wollen. Und ja, momentan kriegen wir das ja auch gar nicht mal so übel hin. Und desto besser natürlich dann unser Spieler hier ist, desto einfacher geht das natürlich. Und ja, dann Elfmeter und Ding, wie gesagt, schneide ich wie immer raus. So, A, A, A und C, leider jetzt diesmal im Freistoß nicht so gut. Dafür Elfmeter ausgezeichnet. Ja, wir haben das Spiel gegen Fortuna Köln auswärts. Mal gucken, was da geht, ne? Gegen die Kölner. Ja, ich bin gespannt, also ich weiß es nicht, ne? Fortuna Köln ist auf Platz 11, wir sind auf Platz 5. Wie gesagt, wenn wir 3 Punkte holen, sind wir auf Platz 2 und das wäre super. Fortuna Köln zu Hause gegen die Würzburger Kickers. Den haben wir. War kein schwieriger Ball. Oh, ganz, ganz knapp hier Außennetz nochmal. Kurz vor der Halbzeit, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber das war schon knapp. Wir hatten hier viel mehr Schüsse. 6 Schüsse und davon 4 aufs Tor. Fortuna Köln 1:1. Und ja, wir müssen gucken, dass wir jetzt ein Tor machen, weil 0:0 wäre jetzt wirklich schade. Also mit dem Türchen wäre das schon besser. Bam. Wegfaust. Ich hätte ihn auch fangen können, aber ich dachte, ich faust ihn einfach mal weg. Macht ja nichts. Ui, 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 ui.
Das war ein bisschen knapp, weil ich eben rausgerannt bin. Aber alles in Ordnung. Endlich! Und es zählt nicht. Es zählt, es ist abseits. Es ist fucking abseits. Du trollst mich doch, oder? Du trollst mich doch. Ewig hat's gebraucht. Ewig. Und jetzt trifft er und es ist abseits. 0-0. Zweimal unentschieden. Das ist verdammt scheiße einfach. Vor allem dieses letzte Spiel jetzt. Wir haben 2 gefangen, ein pariert. 7,5er Bewertung. Mehr kann ich euch nicht zeigen. Ich zeige euch jetzt diese ganzen Schüsse und so. Denn ich kann die euch immer nicht ganz so zeigen, weil ihr sie nicht erkennt. Also von weiter hinten, von meiner Position erkennt ihr sie nicht. Ich habe hier einen 27 Zoll Bildschirm, da kann ich die schon ein bisschen erkennen, was die da vorne machen. Ranzoomen kann ich nicht, ich weiß nicht, wie das funktioniert auf dem PC. Und ja, ich zeige euch diese Sachen jetzt einfach, weil ich schneide die auch gar nicht rein. Also hier der erste Pfostenschuss, wie gesagt, ich schneide die gar nicht rein, wenn ihr die eh nicht erkennt. Hier hatten wir eine gute Parade, das schneide ich aber schon rein. Das kann ich jetzt nur noch mal hier einblenden. Dann hier nächster Schuss, Pfostenschuss von uns. Ganz, ganz knapp. Der hätte da auch gut und gern reingehen können. Dann hatten wir hier diesen Fehlschuss. Ja, das ist einfach, weiß nicht, ne, sagt man jetzt nicht so. Dann haben wir hier das Tor, das nicht zählt. Ich habe mich echt gefreut nach so vielen Chancen, dass wir dann doch endlich mal Treffer machen. Der zählt nicht. Und dann hier nochmal Latte. Also es waren echt viele, viele Chancen dabei. Und wenn dann die Dinger einfach nicht zählen oder du Pfosten triffst, ne, das ist einfach, schade. Das ist einfach schade. Ist aber so, kann man leider nichts machen. Ja, leider dann eben auch nur zweimal unentschieden. Wir sind zwar auf Platz 4 dadurch gerutscht, allerdings nicht auf Platz 2, was hätte auch möglich sein können. Naja, auf jeden Fall spielen wir gegen den Chemnitzer FC demnächst. Die sind auf Platz 7, also auch gar nicht so weit entfernt. Und ja, ich bin gespannt, es ist was Machbares. Ich hoffe, dass wir dann demnächst auch mal wieder gewinnen. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Lasst mir Wertung da, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how, blind, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello, felt kinda, now good vibes. Feel like a tide.